Durch die Induktionsschleife fließt ein Strom, welcher ein elektromagnetisches Feld um den Leiter hervorruft. Dieses Feld verläuft im Uhrzeigersinn um den Leiter und läuft auch durch die Spule. Außerhalb der Induktionsschleife verläuft das elektromagnetische Feld von oben nach unten und innerhalb der Schleife verläuft es von unten nach oben. Dieses Feld verursacht wiederum einen Stromfluss in der Spule. Außerhalb der Schleife fließt der so verursachte Strom in die entgegengesetzte Richtung wie innerhalb. Wenn wir also eine positive Spannung durch die Schleife schicken, empfangen wir zum Beispiel außerhalb wieder eine positive Spannung, innerhalb aber eine negative Spannung. Das elektromagnetische Feld ist übrigens auch weiter im Innern der Schleife vorhanden, allerdings schwächer. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie wir die Schleife detektieren können. Einmal über die Stärke des Stroms und einmal über die Stromrichtung. Wie funktioniert der Matchfilter? Dieser basiert auf der sogenannten Korrelation. Oben sieht man das Signal, welches wir empfangen. Es nimmt abwechselnd die Werte 1 und minus 1 an. In der Mitte sieht man das Signal, welches wir suchen. Auch dieses wechselt zwischen 1 und minus 1. Berechnen wir also die Korrelation. Wir multiplizieren den Wert vom gesuchten und empfangenen Signal für jede Zeiteinheit miteinander. Diese 1 multipliziert mit dieser 0 ergibt im Ergebnis 0. Diese minus 1 multipliziert mit dieser minus 1 ergibt im Ergebnis 1. Diese 1 multipliziert mit dieser 1 ergibt im Ergebnis 1. Diese minus 1 multipliziert mit dieser minus 1 ergibt im Ergebnis 1. Diese 0 multipliziert mit dieser 1 ergibt im Ergebnis 0. Diese 0 multipliziert mit dieser minus 1 ergibt im Ergebnis 0. Abschließend erhalten wir als Summe der Multiplikation das Korrelationsergebnis 3. Jetzt verschieben wir das gesuchte Signal um eine Zeiteinheit und berechnen erneut die Korrelation. Als Ergebnis erhalten wir diesmal minus 4. Nun verschieben wir das Signal wieder um eine Zeiteinheit, um das Korrelationsergebnis zu berechnen. Wir erhalten als nächstes 4. Bei der weiteren Verschiebung um eine Zeiteinheit erhalten wir als Korrelationsergebnis minus 3. Dann nochmal verschoben, erhalten wir 2. Für die letzte Verschiebung erhalten wir minus 1. An welcher Stelle also trat unser gesuchtes Signal in voller Länge auf? Die Antwort ist, dort wo die Korrelation am höchsten ist, also bei Korrelationsergebnis 4. Aber auch beim Ergebnis minus 4. Denn hier trat zwar nicht das gesuchte Signal auf, aber das Inverse zu unserem gesuchten Signal. Und genau so funktioniert der Matchfilter. An der Stelle, wo das gesuchte Signal vorhanden ist, ergibt sich ein Peak. Wie könnte man das Korrelationsergebnis verbessern? Das heißt, ein großes Korrelationsergebnis erreichen, wenn zum Beispiel Störungen mit empfangen werden. Die erste Möglichkeit wäre, das gesendete Signal stärker zu machen, also die Amplitude zu vergrößern. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Signal länger zu machen. Je länger das gesuchte Signal wird, umso mehr Zeiteinheiten werden korreliert und umso eindeutiger wird das Ergebnis bei Störungen. Welches Signal schicken wir also durch die Schleife? Wie soll dieses Signal aussehen? Dies hängt stark damit zusammen, wie wir das Signal filtern wollen. Hier ist ein Beispiel für ein Rechtecksignal, welches abwechselnd eine positive und eine negative Spannung erzeugt. Im Frequenzspektrum sieht man die Anteile des Rechtecksignals. Noch könnte man das Signal gut über die Frequenz herausfiltern. Wir erhöhen nun das Grundrauschen, welches zum Beispiel durch die Umwelt, Motoren und so weiter entsteht. Wenn wir das Rauschen immer weiter erhöhen, sieht man, dass das Rauschen irgendwann dieselbe Größenordnung wie das Signal hat.
Um dieses Problem zu umgehen, kann man zum Beispiel ein längeres Signal wählen und dieses dann mit einem Matched-Filter detektieren. Zunächst ein Beispiel mit einer längeren Rechteckfolge. Der Matched-Filter liefert uns an genau den Stellen einen Peak, wo die Signalfolge am besten mit sich selbst korreliert. Bei der Rechteckfolge ist das bei jedem einzelnen Rechteckpuls der Fall. Bei der Rechteckfolge kann man also zwei Dinge noch nicht feststellen. Wo beginnt das Signal? Und habe ich das Signal empfangen oder das Inverse des Signals? Dies geht nur mit einer Signalfolge, die nicht in Teilen mit sich selbst korreliert. So eine Signalfolge ist beispielsweise ein sogenannter Pseudo-Zufallscode. Das heißt, eine Signalfolge, die wie eine zufällige Folge daherkommt. Diesen Code kann man für unterschiedliche Längen generieren. Man sieht nun am Matchfilter, dass sich nur noch ein Peak an den Stellen ergibt, wo das Signal beginnt. Das Signal korreliert also nur noch als Ganzes mit sich selber, nicht mehr in Teilen. Des Weiteren liefert uns der Matched-Filter einen positiven Peak, wenn das gesuchte Signal gefunden wurde, und einen negativen Peak, wenn das Inverse des gesuchten Signals gefunden wurde. Wie wir zuvor gesehen hatten, ändert sich beim Überqueren der Induktionsschleife die Stromrichtung. Dies ist nichts anderes, als dass sich das Signal invertiert. Das heißt, aus positiver Amplitude wird negative Amplitude und aus negativer Amplitude wird eine positive Amplitude. Eine interessante Frage wäre nun, könnte man die Filtereigenschaften des Matchfilters verbessern, wenn man es zuvor zum Beispiel mit einem Bandpass filtert? Die Theorie sagt nein, denn der Matchfilter ist bereits ein Optimalfilter. Dies bestätigt auch die folgende Simulation. Wir aktivieren einen vorgeschalteten Bandpass. Im Frequenzspektrum ist dies zu erkennen. Der Matchfilter liefert uns aber keine Veränderung am Ergebnis.